In diesem Video geht es darum, Flächenangaben in unterschiedliche Einheiten umzurechnen. Es gibt hier 8 Aufgaben und versuch das erstmal allein. Drück auf Pause, rechne soweit du kommst und dann kannst du mit meinem Lösungsweg vergleichen. Zunächst mal sollte man sich so eine kleine Übersicht machen. Also der Quadratkilometer, das sind 100 Hektar. Also mal 100. Wir würden das Komma um 2 nach rechts verschieben oder 2 Nullen dranhängen. Genauso von Hektar zu A sind auch mal 100. Von A zu Quadratmetern ist auch mal 100 und so weiter. So eine Übersicht macht man sich am besten vorher, bevor man so eine Aufgabe löst. Kann man sich auf ein Schmierblatt machen und dann kann man ganz einfach nur ablesen. Angenommen, man ist bei Quadratmetern und möchte zu Quadratzentimetern, dann sagt man, das ist ein Schritt, zwei Schritte. Zwei Schritte heißt 1, 2, 3, 4 Nullen oder das Komma um 4 nach rechts verschieben. Umgekehrt geht es natürlich auch. Angenommen, wir wollen von Quadratzentimetern zu Quadratdezimetern, dann müsste man das Komma wieder um 2 nach links verschieben. Gehen wir mal konkret zu den Aufgaben. 3 Quadratkilometer in Quadratmeter. Ob das sinnvoll ist, Quadratkilometer in Quadratmeter umzuschreiben, steht natürlich auf einem anderen Blatt, aber das ist jetzt nur rein theoretisch. Also wir sind bei Quadratkilometer und gehen 1 Schritt, 2 Schritte, 3 Schritte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nullen. Das heißt, wir müssten an diese 3 6 Nullen dranhängen. Ganz einfach 3 und 6 Nullen. Und wir haben 3 Millionen Quadratkilometer. Nächste Aufgabe, 856 Quadratzentimeter in Quadratmeter. Das wäre von Quadratzentimeter erstmal zu Dezimeter und zu Quadratmeter wäre 4 Nullen, beziehungsweise das Komma um 4 nach links verschieben. Schreib die Zahl mal auf, 856 und nochmal eine 0 davor. So, das Komma steht eigentlich hinter der Zahl, das ist jetzt sozusagen 856,0. Hier würde das Komma stehen und jetzt um 4 nach links, 1, 2, 3, 4, heißt 0,0856. 0,0856 Quadratmeter. 5,9a in Quadratdezimeter. Von a 1, 2, also 4 Stellen nach rechts das Komma. 5, 9, ich mache mal ein paar Nullen. Also das Komma war hier. 1, 2, 3, noch eine 0 dran. 4. Ne, dann müsste es stimmen. Von hier 1, 2, 3, 4 und wir haben 59.000 Quadratdezimeter. Auch das ist natürlich nicht unbedingt sinnvoll. Dann 0,87 Quadratkilometer in Hektar. Von Quadratkilometer zu Hektar sind 2 Stellen nach rechts. Also wären das 87 Hektar. 0,015 Quadratdezimeter in Quadratmeter. Es wäre viel sinnvoller, diese Quadratdezimeter in Quadratzentimeter umzuwandeln. Aber gut, die Aufgabe will Quadratmeter, also machen wir das. Von Dezimeter zu Quadratmeter heißt ein Schritt 2 Stellen nach links. Ich schreibe mal erstmal die Zahl so auf, wie sie da steht, ohne das Komma, 0,015. Komma wäre eigentlich hier, soll jetzt um 2 nach links 0,0015, 0,00015. Also noch 2 Nullen und das Komma hier. Das ist richtig. Von 0,015 zu 0,00015. Und natürlich die Einheit Quadratmeter. Dann 745 Hektar in Quadratkilometern. Hektar Quadratkilometer, Komma um 2 nach links. Würde also bedeuten, das Komma ist hinter der 5, 1, 2, 7,45 Quadratkilometer. 7,45 Kilometer hoch 2. Dann kommt 53,84 Quadratdezimeter in Quadratmillimeter. Wir sind bei Dezimeter und sollen zu Millimeter, heißt 4 Nullen bzw. Komma um 4 Stellen nach rechts.
53, 84 und zwei Nullen. Das Komma war hier, 1, 2, 3, 4 und die neue Einheit ist Millimeter. Letzte Aufgabe. 5376 Quadratmeter in Quadratkilometer. 1, 2, 3 Schritte, 6 Stellen. 2, 4, 6. Also wir schreiben erstmal die Zahl auf 5, 3, 7, 6. Dahinter schon mal Kilometer hoch 2. Und ich schreibe mal 3 Nullen davor. Gucken, ob das auskommt. Also das Komma wäre eigentlich hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da muss es hin. Also 0,005376 Quadratkilometer. Damit ist die Aufgabe gelöst.